Was haben wir da? Ein Bigfoot. Müsste der nicht eigentlich braun sein? Große Puschen hat er ja an. Bisschen Nachwuchs hat er auch dabei. Okay, ist von Mega und Hot Wheels. Ob das 80 Euro wert ist? Tja, wenn du das wissen willst, dann sehen wir uns gleich nach der Intro. Und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Da bin ich wieder mit einem Set von Mega. Und zwar den Hot Wheels Bigfoot Monster Truck. Ja, ein Set mit 538 Teilen und ab 10 Jahren. Moment mal. Das ist doch total langweilig so, oder? Und wenn ihr unten mal schaut, wie ist da was aufgefallen? Seht ihr dieses Video da von Mega Bauanleitung? Wenn man jetzt mal guckt, von wann das ist, ne? Schauen wir mal. Das habe ich ja schon viel früher gemacht, aber ich habe doch noch gar nicht die Anleitung aus der Box genommen. Wie geht denn das? Schauen wir mal kurz rein. Wieder ein schöner großer Pizzakarton, wie wir es kennen. Ja, einige Tüten. Der Monster Truck, der Diecast Monster Truck, nimmt ziemlich viel Platz weg. Ansonsten, ja, ziemlich viele Tüten und die Anleitung. Jetzt schau dir mal das an hier. Das hier ist Imo und der hat bei mir immer die Aufgabe, von den Anleitungen Bilder zu machen. Ja, die brauche ich ja, damit ich davon Videos machen kann. Crazy stuff, ich weiß. Ja, ich habe ja gesagt, er ist ein kleiner Helfer hier bei mir und der macht halt sowas. Der sucht ja für mich auch im Netz immer die ganzen Infos zu den Mega-Sachen und so. Und der ist ein richtig fleißiges Kerlchen. Aber ich mache jetzt gerade erst die Bilder mit Imo für die Anleitung. Ja, und da muss man sich jetzt ja denken, wie habe ich das jetzt gemacht? Zauberei? Vielleicht habe ich ihn ja auch zurückgeschickt in die Zeit, dass er mir da die Bilder gibt. Und deswegen habe ich das Set vielleicht auch recht günstig bekommen, nämlich nur für 60 Euro anstatt für 80. Aber ob das tatsächlich so ist, das verrate ich euch natürlich nicht. I started out and doing shows, seatbelt and cowboy hat, that was it. From what we started out with was a stock Ford pickup truck, to what it's actually grown into over 43 or 44 years, it just amazes me. Ja, von der linken Seite her hat er, glaube ich, auch so die meisten Drucke. Hier oben Bob Chandler, Bigfoot, PPG, da irgendwie so ein Monster Truck, Hot Wheels Logo, Summit. Dann Monster Trucks nochmal, dieses typische Monster Truck Logo von Hot Wheels. So die Rückseite, unspektakulär, hier ein netter Druck, Bigfoot, Klappe kann man aufmachen. Hier sieht man sogar ein bisschen Farbseuche durch. Also, naja, vielleicht jetzt in der Kamera nicht so ganz so gut zu erkennen, aber es ist ein bisschen da, macht aber nichts, wenn es so hochgestellt ist, sieht man es nicht wirklich. Hier die Rücklichter auch schön bedruckt. Ja, ansonsten hier Technik-Sachen. Von vorne sieht da unspektakulär aus. Auch hier wieder so die Scheinwerfer. Ja, nicht so wirklich schön. Hier sieht man natürlich die Technikbausteine. Dadurch, dass er ja so ein bisschen gefedert ist. Ne? Ist übrigens ein recht interessanter Aufbau mit den Achsen da. Ja. Aber große Schwachstelle, würde ich sagen, sind einfach diese Gummibänder da. Ja. Ja, wie gesagt, hier oben ist auch noch ein kleiner Druck, Bigfoot. Motorhaube kann man ja aufmachen. Ja, hier sieht es eigentlich auch noch ganz gut aus auf der Seite. Und jetzt die andere Seite hier mal so angucken. Naja, geht so. Wenn wir uns jetzt die andere Seite mal angucken, naja, es fällt hier auf, hier fehlt das Bob Chandler. Ansonsten doch relativ identisch mit den Aufdrucken. Ja, hier unten kann man schön auch so ein bisschen Gestänge noch sehen. Hydraulik. Hier natürlich auch wieder rote Technik-Sachen. Technik finde ich eigentlich nicht sonderlich toll bei den Modellen. Also ich
kann zwar verstehen, dass man es irgendwie anders vielleicht nicht unbedingt hinbekommt, aber ja, ein bisschen arm. Warum die Dinger hier jetzt sind, das hat einen einfachen Grund, weil man baut eigentlich erst bei dem Modell das obere Teil, nicht? Und dann hört das praktisch hier ab dieser grauen Linie auf. Und dann, das ist im Prinzip so eine Art Schiene. Und dann baut man eigentlich hier das Chassis oder, naja, also die Radaufhängung. Und die hat dann auch so eine Aufnahmeschiene und dann legt man das praktisch nur übereinander. Dann kann der auch nicht so seitlich wegkippen. Und dann wird das praktisch nur über diese Dinger hier gehalten, auf den beiden Seiten. Bisschen schade, dass es so rot ist, aber da es hier unten auch so ein bisschen vorkommt, ja, geht es so einigermaßen. Auch die blauen Pins im Gestänge, dadurch, dass die Farbe hier halt auch so ist, ist das zu verschmerzen. Insgesamt gefällt es mir aber nicht wirklich. Also ja, man kann damit leben. Man könnte denken, das gehört so, aber ja, schauen wir uns den nochmal kurz von unten an. Ja, sieht man natürlich jetzt auch schön das Gestänge. Hier auch wieder so rote Pins. Hier sind diese Silikonbänder. Weiß nicht, Gummi ist es glaube ich nicht. Oder naja, kann man schlecht sagen. Es sind auch zwei Ersatzdinger bei, weil ich denke, mit der Zeit werden die sicherlich auch reißen. Ja, ansonsten hier dieses Gestänge, das ist halt alles nur Deko. Man kann das zwar hier rausziehen weiter und so, aber ja. Und wie gesagt, also der Aufbau hier von diesen Dingern ist recht interessant gemacht. Das ist schon ganz nett. Ja, warum hat man das jetzt vielleicht so gemacht hier mit diesen Aufnahmendingern? Ich könnte mir vorstellen, man könnte ja vielleicht auch einfach so Halterungen für Räder da unten runterklemmen und dann einfach die normalen Räder von den anderen 50-Euro-Sets vielleicht nehmen und dann hätte man einen normalen Pickup. Warum sie das jetzt nicht gemacht haben, das jetzt Kostengründe hatte, weil wirklich viele Teile sind es ja jetzt nicht. Das Einzige, was wirklich schwer und groß ist, das sind hier diese Gummiräder, wobei die nicht massiv sind, sondern innen drin ist auch Luft. Also, ne? Und ja. Naja, ja, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber in dem Baustein sind natürlich auch wieder Silberflakes drin, damit es ein bisschen lackiert wirkt. Ja. Ansonsten die Drucke sind wirklich wieder super. Das ist ja etwas, was Lego anscheinend nicht mehr kann, egal bei welchem Set es ist. Es sei denn, sie sind ganz billig, da können sie es dann machen, aber bei teuren 800-Euro-Sets und so, da müssen die immer Sticker nehmen und mega. Da ist alles Print, egal was das Set kostet. Und so muss das auch sein. Schauen wir uns Bigfoot nochmal von oben an. Ja, die Ladefläche, schön gefliest alles. Sieht ganz gut aus, hier das Gestänge auch. Die Löcher, die sind ja tatsächlich hier bei dem normalen Bigfoot auch so. Das können wir uns nachher nochmal bei dem kleinen Hot Wheels angucken, da wird man das auch sehen. Ansonsten hier schön die Drücke. Bob Chandler ist hier auch aufgedruckt, allerdings nur auf der Fahrerseite. Hier hinten, das ist tatsächlich nur so ein bisschen hochgebaut und hier so ein bisschen flach und dahinter ist eigentlich komplett noch leer. Ja, dann haben wir noch hier die Motorhaube. Kann man auch aufmachen. Kann man sich den Motor angucken. Den kann man sogar auch wieder rausnehmen, wenn man das möchte. Ja, ist nicht so einfach. Ja. Wie man sehen kann, auch alles schön zusammengebaut. Ja. Das Dach kann man natürlich auch wieder abnehmen. Ja, dann sieht man hier schon das Lenkrad, sogar ein bisschen verstellbar. Hier noch so ein Schalthebel und dieses durchsichtige Ding, da soll eigentlich hier der kleine Cowboyhut drauf, aber ja, der hat da nicht wirklich Halt, weil das Loch hier eigentlich viel zu groß ist und das Ding eigentlich auch viel zu groß. Das ist halt so ein typischer Wonder Builders Hut. Kann man hier noch mal gut sehen. Dass das im Prinzip dieselbe Größe ist. Also wenn, dann hätte man so einen kleinen Kopf dahin machen müssen. Der passt da aber leider auch nicht hin.
Ah ja, das ist übrigens der Roger Dodger, ne? Aber den zeige ich euch auch nochmal. Ja, der Sitz ist zwar ein bisschen beweglich, aber aufgrund, dass er da wirklich hinten dran ist, wirklich nicht wirklich viel. Ja, ansonsten denke ich mal, ist das schon ganz gut gelungen. Armaturen können wir uns auch noch mal kurz angucken. Schwierig auch den Fokus da jetzt mal hinzulegen. Ja. Und da unten ist das Pedal, wie man sehen kann. Ja. Was von oben auch noch gut auffällt, doch recht viele Farbabweichungen. Also hier diese Fliesen, die sind eigentlich dunkler. Sieht man hier, finde ich, sehr gut. Das ist etwas heller hier. Und das zieht sich eigentlich so relativ viel hier über die Front. Hinten weiter geht es eigentlich und so also von der Seite. Ein bisschen ist da manchmal auch noch, aber das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich hier. Wenn er weiter weg steht, ist es nicht so schlimm. Aber ja. Das ist der kleine Diecast Bigfoot von Hot Wheels. Ja, ganz normale Verkaufsverpackung. So ist er damit bei. Wenn man hier mal so ein bisschen guckt, ich probiere, dass man das so einigermaßen einfangen kann, dann sieht man hinten die Ladefläche, da sind tatsächlich auch so Löcher drin. Nicht? Und ansonsten, denke ich mal, haben sie den wirklich von Mega ganz gut umgesetzt. Also ganz gut. Hier ist sogar noch so ein kleines Schrottauto mit bei, wo er rüberfahren kann. Ganz nett. Ja. Was mir jetzt auch so auffällt, ich habe ja vorher keinen Monster Truck von Hot Wheels gehabt, aber bei den Wonder Builders ist das ja auch immer so, wenn man mal so guckt. Der wackelt tatsächlich auch so. Also das ist wohl tatsächlich so gewollt, dass die so hin und her kippen. Ja, also es, da kann man jetzt gar nicht unbedingt kritisieren, sondern es ist eigentlich gut umgesetzt dann von Mega. Um jetzt mal so einen kleinen Größenvergleich zu haben zwischen dem Bigfoot und dem Purple Passion. Ja, vom Längenvergleich her kann man so natürlich schlecht feststellen, aber ich habe ja auch einen Zollstock. Von daher, wenn man den mal hier so nimmt, dann würde ich sagen, ist der Purple Passion so 27,5 cm. Und ich, beim Bigfoot messe ich erstmal so die Räder aus. Da würde ich sagen, es sind 23 cm. Und wenn ich jetzt tatsächlich hier von Stoßstange zu Stoßstange messe, sind es 22 cm. Also ist er doch schon ein ganzes Stück länger. Ja, und wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich mal die Höhe messen. Da sind wir beim Purple Passion, also 8,5 cm. Und beim Bigfoot, ja, nicht ganz 15 cm. Und wenn ich jetzt nur mal, ja, das eigentliche Teil nehme, sind wir so bei 6,5. Ja, und wenn wir schon dabei sind, dann kann ich hier auch gleich mal messen. Ja, das sind ungefähr 18,5 von Rad zu Rad. Und hier oben, naja, auch 8,5 ungefähr, wie bei ihm hier, sind es tatsächlich, ja, 9,5 ungefähr. Also er ist tatsächlich nicht breiter. Von daher stimmt der Maßstab schon mal überhaupt nicht, was eigentlich ein bisschen schade ist. Ja, hier auch nochmal der Street Rodder, ist ja auch ein 50-Euro-Set. Ich da mal die Breite messe, da sind wir hier auch schon bei 12,5. Also ja, und wenn man sich das hier oben so anguckt, ja, ungefähr dieselbe Breite. Und weil es gerade so schön passt, man sieht hier, das ist das kleine Rad vom Street Rodder und das würde unten praktisch bei dem Bigfoot gut reinpassen. Hinten das etwas breitere Rad noch, würde eventuell gerade noch so passen. Ich denke, da müsste man tatsächlich ein bisschen Abstand haben, aber dann wäre es ungefähr so die Radgröße für den Bigfoot, die man dann vielleicht auch verwenden könnte, wobei das auch ein bisschen kleiner noch aussieht, selbst für so ein Pickup. Hier nochmal im Vergleich, der Roger Dodger, was ja eine UVP von 80 Euro hat, das Set hier. Und ja, der ist schon wesentlich größer, da ist auch wesentlich mehr zu sehen. Ja, und da reden wir tatsächlich so von, ja, knapp 32 oder 31,5 cm. Auch hier wieder gut zu sehen, der Roger Dodger hat 12 cm im Vergleich hier. Das sind nur so, ja, 8,5. Und ja, insgesamt von Rad zu Rad hatten wir ja hier 18,5. Ja, und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch mal den Bone Shaker.
was ja auch eine UVP von 80 Euro hat, das Set. Und wenn wir hier mal messen, dann haben wir hier schon einen Radabstand von 15 cm, naja, etwas drüber. Ja, und hier waren wir eben, wie gesagt, bei 18,5. Ja, und auch hier praktisch wieder gut zu sehen, die Breite hier sind schon 11,4. Und hier hatten wir halt 8,5. Ne? Also ist der wirklich recht klein. Also das wäre eigentlich ein 50-Euro-Set. Also das Einzige, wo man sagen könnte, was wirklich wahrscheinlich viel auch Gewicht ausmacht, das sind hier diese Reifen, die Gummireifen. Die haben wirklich ein extremes Gewicht. Also vom Gewicht her wiegt er tatsächlich so wie diese Sets hier. Aber teilemäßig, bauzeitmäßig und insgesamt hier auch mit diesen Techniksachen ist der keine 80 Euro wert. Also maximal 60 Euro mehr würde ich für das Ding niemals ausgeben, weil ich persönlich finde den wirklich bisher am schwächsten von den ganzen Hot Wheels Sachen. Das ist wirklich ein bisschen traurig, ein Trauerspiel das Ding. Wenn man jetzt Wonder Builders Hot Wheels dazu nimmt, so wie diesen HW40, der ist ja auch schon von sich aus relativ flach. Dagegen wirkt der Bigfoot dann tatsächlich wie ein Monster Truck, aber gegenüber seinen anderen Kollegen, die aus der Serie, ist der eigentlich viel zu klein. Also so ist er natürlich top, aber ansonsten, ja, finde ich ihn einfach ein bisschen sehr klein, hätte ruhig größer sein können. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sehen, ja, wo will ich nachher mit so einem Riesentrümmer hin? Von daher ist von der Größe her schon ganz gut. Aber ob es jetzt vom Maßstab tatsächlich so passend ist, kann ich jetzt nicht sagen. Also auf mich wirkt er eigentlich ein bisschen sehr klein. Zu klein eigentlich gegenüber diesen 50-Euro-Sets und gegenüber den 80-Euro-Sachen ist er eigentlich viel zu klein. Aber das hatte ich damals schon gesagt, wo ich die Infos darüber gesehen hatte und die Teileanzahl, dass er eigentlich nur ein 50-Euro-Set ist. Deswegen kann man auch die Türen und sowas alles nicht aufmachen. Das ist halt, der Preis kommt wahrscheinlich tatsächlich durch dieses Gewicht hier. Ansonsten, ja, relativ schwaches Set. Also für 80 Euro muss man einfach sagen, ist ja total überteuert. Selbst wenn man bedenkt, dass so hier so ein Hot Wheels Monster Truck ja auch schon mehr Geld kostet. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht, aber na gut. Finde ich, ist der doch ganz schön heftig teuer. Und wie gesagt, also die Techniksachen und sowas, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist nicht schön gemacht. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Von daher stöbert ruhig noch ein bisschen auf meinem Kanal oder schaut mal auf die anderen Kanäle, die ich verlinkt habe. Vielleicht ist da auch was Interessantes für euch dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!